Die Zügel sollen grundsätzlich immer leicht locker durchhängend sein. Wir sind eine Signalreitweise. Das heißt, wenn mein Pferd die Hilfen ausführt, die ich ihm anzeige, ich werde darauf gleich noch näher eingehen, dann ist sowohl meine Schenkel sind vom Pferdebauch weg, als auch der Zügel, der soll nicht ständig angenommen sein, nicht auf Anlehnung reiten, die hängen immer locker durch und ich möchte eben nur den Zügel einsetzen, wenn eben mein Pferd auf die Trabehilfe nicht reagiert, sei es beim Lenken oder zur Parade. Der Begründer des Reitstils, der Fred Rey, ist mit vielen, vielen verschiedenen Pferden auf große landwirtschaftliche Wagen gegangen, weil er gesagt hat, ich muss mir einfach mal überlegen, wo ist denn eigentlich das natürliche Gleichgewicht eines Pferdes? Um das rauszufinden, wie gesagt, ist er auf große landwirtschaftliche Wagen gegangen und hat zunächst die Vorderbeine draufgestellt, dann die Hinterbeine und es kommt raus, dass das Pferd sein eigenes Körpergewicht zu 55% auf der Vorhand trägt und zu 45% auf der Hinterhand. Also die Vorhand ist natürlich immer etwas überlastet, ganz klar durch Kopf und Hals. Wenn wir uns mit unserem Sattel, der sieht zwar ein bisschen aus wie Western-Sattel, ist aber ein ganz klein wenig anders, auch vom Aufbau, von der Konstruktion her. Und vor allem ist er wahnsinnig leicht. Der hat nur 7 Kilo, ist wunderschön zum Freizeitgelände Wanderreiten. Man hat selber schon nicht die Schlepperei, oft von der Sattelkammer bis zum Stall. Da schleppt man sich oft ab beim Western-Sattel, wenn sie sehr, sehr schwer sind. Das haben wir nicht. Wie gesagt, der ist sehr leicht aufgebaut, wunderbar fürs Freizeitreiten geeignet. Wenn wir uns in diesen Sattel nun setzen, und zwar nicht ganz gerade, sondern ganz leicht abgekippt, wirklich auf den Po-Backe, nicht auf den Gesäßknochen sitzen, dann haben wir vorne 55% und hinten 45%. Wir sitzen also genau im Gleichgewicht des Pferdes und sollten versuchen, dieses auch nicht zu stören oder zu verlassen. Die Beine, die hängen ganz locker einfach runter in der Verlängerung des Körpers, nicht weggestreckt, nicht hochgezogen, alles was schon extrem ausschaut, ist auch meistens ungut. Deswegen einfach Beine weg vom Pferdebauch und die brauche ich wirklich nur, um vorwärts zu reiten oder eben dann beim Lenken mit der Körperhilfe auch einzusetzen. Anreiten, da müssen wir uns einfach Gedanken machen, wo ist eigentlich das Pferd am sensibelsten. Und zwar hat das Pferd einen geschlossenen Korpus, das heißt vorne, da kann ich auch wunderbar meinen Sattelgurt fest anziehen, das ist auch wichtig, dass der fest angezogen ist, denn sonst rutscht er nur oder er reibt das Pferd nicht sehr angenehm und für uns eventuell gefährlich mit einem lockeren Gurt zu reiten, der muss also fest sein. Und da sind auch die Rippen des Pferdes geschlossen und umso weiter ich hier nach hinten gehe, ab der 8. Rippe, geht der Rippenbogen des Pferdes nach oben, ist ein Pferd sensibel. Alle, die mit Pferde zu tun haben, kennen das bestimmt beim Putzen, da sind sie häufig auch viel, viel kitzlicher als im vorderen Bereich. Und deswegen legen wir unsere Unterschenkel ca. 30 cm hinter dem Bauchgurt an. Um dem Pferd zu sagen, dass wir vorwärts gehen wollen. Umso länger ich liegen lasse, umso schneller wird dann mein Pferd. Deswegen einfach ganz sachte anlegen, immer sich ein bisschen Zeit lassen, ist auch wichtig. Zeitlupen, Tempo, alles machen. Denn was ich hektisch mache, wird letztendlich mein Pferd auch hektisch machen. Ja, also ganz langsam anlegen. Ich merke, er geht los. Dann einfach die Schenkel wieder weg. Das Pferd in seinem natürlichen Bewegungsablauf nicht zu stören und einfach gemütlich im Schritt gehen zu lassen. Die Gangart Schritt ist fürs Pferd auch die wichtigste Gangart. Pferde setzen den Schritt in der Natur zu 90% ein. Da werden bereits die ganzen Muskeln, Bänder, Sehnen, wird alles trainiert, weil ein Pferd hebt nämlich seine Kräfte wirklich für den Ernstfall auf, wenn das Raubwild kommt und er davon flüchten muss. Zum Anhalten ziehen wir nicht am Zügel, sondern wir überlegen uns wieder, wie hält ein Pferd in der Natur an.
Und das macht er, indem er eigentlich erst mit den Hinterbeinen unter seinen eigenen Körper rutscht und dann vorne stehen bleibt. Das heißt, wir müssen die Hinterhand des Pferdes aktivieren. Und das erreiche ich, indem ich meine Steigbügel entlaste. Ich habe ca. 8-10% meines Körpergewichts in beiden Steigbügeln, mit beiden Füßen bin ich ja hier drin. Wenn ich dieses Gewicht wegnehme, indem ich mit den Zehen, mit dem Fußball nach oben kippe und sozusagen nur noch die Kante vom Steigbügel spüre, dann ist dieses Gewicht natürlich nicht in Luft aufgelöst, sondern es kommt automatisch auf meinen Po. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir auf dem wirklich sitzen und nicht auf den Gesäßknochen oder vielleicht noch vorgeneigt, sondern dass wir wirklich auf dem Po sitzen. So kommt dieses Gewicht auf meinen Po, das spürt das Pferd wiederum in seinem Rücken und wird dadurch veranlasst, mit der Hinterhand unterzurutschen und stehen zu bleiben. Wenn er darauf nicht reagiert, dann setze ich meinen Zügel ein, nehme sachte den Zügel mit an, bis er zum Stehen kommt und gebe dann wieder nach und belaste auch meine Steigbügel wieder. Das heißt, dass wir wirklich dran denken, immer mit unseren Körperhilfen zu beginnen und dann erst den Zügel zur Korrektur einzusetzen. Jetzt genügt es aber natürlich nicht, wenn wir anreiten und anhalten können, sondern wir müssen natürlich auch unser Pferd lenken. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir müssen eine Kurve reiten, wir müssen eine Volte reiten, wir müssen das Pferd auch mal abbiegen. Wir brauchen das permanent und dazu fangen wir auch nicht mit dem Zügel an, sondern mit der Körperhilfe. Wir drehen den Körper in die Richtung, wo ich hinreiten möchte. Und mein Pferd dreht sich mit mir mit. Ich reiße jetzt meinen ganzen Körper nach rechts, habe mein Gewicht etwas mehr auf der rechten Seite und ich nehme das Pferd wie eine Teppichrolle unter mir mit, indem ich den äußeren Schenkel einfach noch zusätzlich mit anlege. Genauso natürlich in die andere Richtung. Ich drehe erst meinen Körper nach links, mein rechtes Bein lege ich dazu mit an. Mein Pferd geht in die gewünschte Richtung, wo ich hin möchte. Wir müssen auch beachten, dass das Pferd natürlich auch eine gewisse Reaktionszeit braucht. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach links drehe, braucht er natürlich noch 1-2 Sekunden, um erstmal, ach, die möchte jetzt, dass ich dir in die Richtung gehe. Also immer dem Pferd auch etwas Bedenkzeit lassen. Wir brauchen die ja auch, um eine gewisse Handlung oder Reaktion dann auch auszuführen.